Guten Abend, hallo und willkommen zurück im Urlaub, der jetzt doch ein klein wenig aktiver geworden ist als eigentlich geplant. Aber ich beklage mich nicht, schien ja eher recht langweilig zu sein. Aber gleich in die Militärbasis einzubrechen, ja. Elend. Kommst du? Na? Okay, wo auch immer. War. Hi. Hier rüber. Und zweiter? Nee, der ist schon weg. Hi. Dieser Stunt ist ein klein wenig übertrieben, aber hey, so, jetzt, ich höre schon wieder jemanden. Da, hi. Nein, ist überhaupt nicht. Danke dafür. So, wenn es doch so einfach ist, gehe ich vielleicht doch zurück und knöpfe mir die anderen mal vor. Nur so aus. Was eine Freude und Spekulation, dass die vielleicht was anderes haben könnten. Und hätte ich mir anschließend kommen lassen, scheint ganz gut zu funktionieren. Hi. Okay, beide wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Das ist die falsche Seite. Habe ich es noch vorher? Ja, schon. Wenn man schlägt, ja, ausholend nach rechts. Und es ist blöd, wenn man rechts eine Wand hat. Du bist lustige Munition. Hast du hier rein? Nö. Gut, dann werden wir sie vielleicht noch finden, aber ich kann mich nicht an, dass irgendeine Munition so umtexturiert. Hier waren doch zwei, meine ich. Wo ist denn Nummer 2? Ah, da. Hi. Okay, das war doof. Hätte man sich denken können. Und nicht zu speichern war noch viel doofer. Egal. Dann mal von vorne. Haben wir Zeit. Du zuerst. Kannst du hier reinschießen? Du versuchst es zumindest. Headshots bringen hier, glaube ich, nichts weiter. Das war ja von... mit. So, wie viel Munition habe ich jetzt verschwendet? Nicht gut, aber ist noch im Rahmen des Akzeptablen, denke ich mal. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Leute wir noch besiegen müssen und wann wir diese neue, andere Waffe bekommen. Ja. Passt das so? Nein, passt nicht so. Guck. Hi. Du darfst gerne kommen. Die Macht meines Besens. Staunen. Staunen noch mehr. Aff. Gut, und dann noch der nächste. Komm her. Schneller. Hier. Damals, als die KI noch so schön einfach auszunutzen war. Na gut, geht ja heute auch teilweise noch, aber hey. Dann ist es schon ein klein wenig peinlich. Guten Tag. Ich sehe dich, du siehst mich. Sieh den Schrubber. Und weicher.
Wer hat jetzt die Munition gehabt? Speichern. Ganz, ganz wichtig. So, hier war nichts weiter. Hier kann man auch nicht um die Zäune drumherum. Kann ich mir denken. Gut. Und dann dürft ihr jetzt so langsam wieder an den Anfang kommen. Noch nicht ganz. Komm jetzt hier näher. Was ja, glaube ich, allein, ne? Nein, warst du nicht. Machen wir es schnell. Hopp. Da suchst du gut. Ich bin natürlich in der Wand. Ja, das ist sie wohl. Immer noch keine Munition. Wo war die denn? Oder, ja, Random Drops. Natürlich sind es Random Drops. Weil das ja auch so sinnvoll ist bei der wenigen Gegnern. Ich möchte jetzt Munition haben. Gut, genau, hier ist der Anfang. Halt nur 10. Bah. Komm her. Ein klein wenig campen hat noch niemandem geschadet. Außer den Zang und das Tesco. Da wird man dafür angeschrien. Ja, komm, rein. Das ist eine Laserpistole, die du trägst. Kann das sein? Das sind ein paar zu viele, glaube ich. Da ist einer. Zwei? Das zwei oder hat er sich sehr schnell umgedreht? Komm her. Wenn du alleine bist, natürlich nur. Das ist ein Waffenmodell, was die da haben. Ah. Sind mir dann in der Tat ein paar zu viele. Die respawnt aber nicht, oder? Denn das wäre doof. Muss ich den Weg schon wieder zurückkämpfen. Ey. Das Messer ist gut. Wo? Okay. Vielleicht kümmere ich mich dann doch erst später um die da am Anfang. Sonst haben wir die ganze Zeit hier im Respawn rum. Das ist ja auch langweilig. Also wieder zurück. Habe ich Speedboost? Nein, natürlich aber kein Speedboost. Warum soll ich auch Speedboost haben? Auffallen kann ich schon so. Erstmal der gesunde Kram. Und dann der Rest. Durch, dadurch. Die Schatten sind sehr schön. Eine wundervolle, symmetrische, natürliche Gitternetzstruktur. Oder was auch immer das ist. Liegt auch vielleicht an, liegt garantiert an irgendwelchen Mods, die ich drin habe. Aber da ich jederzeit noch Lust habe, die zu prüfen, ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch. Zumindest. Ja, mal sehen. So, hier ist Festung. Hier ist Festung. Hi. Gut, mach einfach nichts. Mal rechts sein. Bah. Die falsche Seite gewählt. Aha. Gesundheit gefährdet.
Gut. Jetzt haben wir mal kaum Leben, aber hey. Das hätten wir geschafft. Hoffe mal, dass da nicht zu viele Leute noch kommen. Was haben wir denn hier? Das sieht soweit sauber aus. Da ist eine Kiste. Zur Kiste will ich hin. Kisten sind immer gut. Rüstung, die ich natürlich noch nicht tragen kann. Stärke 2 ich mir geben müssen. Okay. Weiß das fürs nächste Mal so. Ganz viel. Ja, eine Psy, die ich noch nicht verwenden kann. Und eine Uzi. Würde die Uzi gerne anlegen. Gut, das wird dann die Munition gewesen sein. Ein Shotgun ist auch gut und noch eine Uzi. Objekte fallen gelassen. Achso, ja, ich bin ja schwächlich. Oh, ich kann schon hacken. Dann aber nicht die. Die wird nur entladen. Auf jeden Fall, dass ich sie nochmal brauche. Jo, dann mal kurz modifizieren. Ja, 95%, das ist nicht ganz so praktisch. Nein. Ich modifiziere nicht weiter. Dafür ist es dann doch ein bisschen was zu teuer. Gut, da sind Kippen. Ja, noch mehr Nieten. Da ist der. Trampel ich so oder ist da irgendwer drin? Erst was wäre mir lieber. Und noch ein Besenstiel. Oh, sind so viele abgebrochene Besen. Oder die können euch nicht sagen, dass das ein normaler Besen ist. Von der Länge her. Gibt's keine Möglichkeit, dass das irgendwie sinnvoll wäre. Ah, Schiebetür. Gut, also eher irgendeine komische Mafiosi-Privatsphäre als irgendein militärischer Stützpunkt. Danke. Du bist natürlich wieder, ja. Aber ich lasse ihren Schnaps immer. Ja, Schnaps, genau. Was auch immer das ist, wahrscheinlich Sekt offen stehen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Bindung und so weiter. Eine Vase. Ja, mal Kolben aus. Naja, entfernt. Keiner da? Doch, du. Oh. Die Uzi macht ziemlich gut Schaden. Alle Achtung. Was den? Möglicherweise. Hör ich da gerade wieder? Ein Gegner? Du bist ein Gegner. Bewegst du ja noch was? Ich denke nicht. Ach, Nasus quid puris. Ne, den Kram kennen wir schon. Life of the Show, dann sieht so ein bisschen aus wie so ein Küchenschwamm. Naja, wird sich was dabei gedacht haben. Lord Ashton, Part 1 bis 2. Und Christine, ja, danke. Das ist eine umständliche Art 2 zu schreiben. Eine sehr umständliche, selbst für die Römer. Banane. Na gut, so. Munition verbraucht. Ist das jetzt sämtliche Uzi? Nee, 18 kann ich laden, okay. Das ist gut zu wissen, dass die beide nicht vollgeladen waren. Blank. Was auch immer du bist, irgendeine 80er Zombie Screensaver Kopie? Was für eine Kunst! Oh. Und. Ah, Module. Oh. Sehr schön, sehr schön.
Das gefällt einem doch. So, wieder dieselben Bücher. Ein Hochzeitsbild. Ich frage mich wirklich, wo die herkommen. Das, oder, ja, klar sind das Privatbilder. Aber von wem die sind, das wäre schon interessant zu erfahren. So, Symmetrie, sind die auch Gegner? Oder sind die alle rübergerannt? Nee, scheint sauber zu sein. Ach, Audiolog, ich erinnere mich, ich wollte es rausnehmen, habe ich auch nicht getan. Zähne zusammenbeißen. Voice Output Malfunction. Widerlich. Was für wunderbare Neuigkeiten. Das Labor ist fertig. Genau rechtzeitig, glaub mir. Ich komme nach Shangri-La innerhalb der nächsten Woche. Die Autoritäten werden mich natürlich suchen. Ich verlasse mich dabei auf deine Verbindung. Ihre Verbindung, um mein Ziel zu verschleiern. Es darf keinen Hinweis darauf geben, dass Gustav Springer inkognito nach Shangri-La als Stanley Powell gereist ist. Watch for my arrival. Erwartet mich. Mit viel mehr Gepäck dieses Mal. Ich werde langsam Leute etwas besser mit Simultan übersetzen. So Pseudo-Simultan halt, ne? Ne, Banane. Dich will ich auch, danke. Soll ich eigentlich weiter übersetzen oder kann jeder hier Englisch? Das wäre mal interessant zu erfahren. Ich meine, ich lese einfach weiter. Ist ja kein so großer Aufwand. So, hier habe ich nichts vergessen, oder? Irgend noch so eine Audi-Lok unterm Sofa. Ne, wohl nicht. Gut. Die Türen bleiben zu, bis ich hier fertig bin. Nicht, dass da irgendwelche bösen Überraschungen sind. Ohne. Ja. Gut, dann bin ich hier durch. Dachte ich. Und du? Ich höre einen von hier, aber. Ah! Bound. Gut, scheint nur von oben zu kommen. Weil also, es irritiert irgendwie so ein bisschen was, wenn der Sound nicht ganz passt. Oh. Bücher? Okay, ich verstecke mich, glaube ich, erstmal hier, wenn das wirklich ein großes Sicherheitsbot war. Oh ja. Warum explodieren die hier eigentlich, die Serverbots? Müssen die nicht eigentlich eher einen Alarm läuten? Wäre das nicht sinnvoller, als gleich ganz zu explodieren und dabei noch irgendwelche wichtigen und teuren Einrichtungsgegenstände zu ruinieren? Also, Planungsfehler. Objekte fallen gelassen. Ah, ja. Naja, ja, gleich mal auffallen. Muss eh sortieren. Ja, nicht jetzt. Sammelmodule immer gut. Ananas kann ich immer noch nicht roh essen. Warum auch? Wenn du Ananas isst, ist Ananas dich auch. Klingt komisch, ist aber so. Enzym sei Dank. Haben die Roboter von. Ja. Geh wieder so. Danke. Gut, also werden wir erstmal im großen Kreis um den Garten gehen. Alk ist immer von Vorteil. Planeten. Oh, kein Granatwerfer am Tisch. Enttäuschend. Und dann explodieren Sicherheitsbots. Also, da muss man sich mal Prioritäten setzen, sicherheitstechnisch. Naja. Voice Output Malfunction. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich werde per Shuttle in Shangri-La innerhalb von 2 Tagen eintreffen und hoffe, mich so bald wie möglich mit Ihnen treffen zu können. Yep. So, sonst war ja alles. Nein, du bist ja noch trinkbar. Beziehungsweise verwandelbar. So, und hier. Arbeitsraum, okay. Du schon wieder.
Aktenkampf und noch mal Magazine. Sehr schön, sehr schön. Press any key. Auch gleichzeitig. Zielen. Klingt nicht so. Okay. Ist in Ruhe lassen. Das lockt uns nur irgendwie an. Und die nächste Lock. Voice Output Malfunction. Danke für das wundervolle Wochenende auf Shangri-La. Selten bin ich so herzlich begrüßt worden und habe mich so willkommen gefühlt. Die Gesellschaft eines Mannes mit ihrem Stil ist etwas sehr Besonderes. Und zu merken, dass wir einige gemeinsame Ziele haben, war eine große Freude und eine Erleichterung. Wegen ihrer Ideen über die Zukunft. Ich kann nur zustimmen. Die UN darf hiervon nichts erfahren. Bis Zerg X muss alles unter größter Geheimhaltung durchgeführt werden. Die Frage der militärischen Unterstützung bleibt natürlich offen. Eigentlich sollten wir uns nicht wirklich nach Ähnlichgesinnten umsuchen in diesem Fall. Es wäre zu riskant. Eine Armee von Androiden, wie sie vorgeschlagen haben, ist nichts, was ich unterstützen könnte. Einerseits wäre solch eine Sammlung von diesen Maschinen von Weltraum aus wunderbar erkennbar. Andererseits wären die einfach viel zu einfach zu manipulieren. Ich denke, ich habe eine Lösung für ihr Problem, aber ich muss erst etwas forschen gehen. Und das tue ich besser hier im Institut. Taktus. Alter, okay. Ja, die Scheibe natürlich, nicht der Kaktus. Das wäre seltsam. Gut, runter zum Militärkill oder raus zum Roboter? Das ist hier die Frage. Ich vertage. Warum? Weil ich ein böser Mensch bin, schlicht und ergreifend. Also bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin böse.